Hallo, mein Name ist Florian Werle Und mein Name ist Marcel Renner. und wir haben uns mit den ökologischen Auswirkungen des Neubaugebietes Biegen-Durlacher Weg in Linkenheim-Hochstetten beschäftigt. Dabei haben wir uns angeschaut, welche Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen es gibt, um diesen negativen ökologischen Einfluss des Neubaugebietes wieder zu neutralisieren. Der Unterschied zwischen Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen ist der, dass Minimierungsmaßnahmen die Maßnahmen sind, die während des Baus und des Eingriffs in die Natur schon dazu beitragen, diesen Eingriff zu minimieren und so klein wie möglich zu halten, während die Kompensationsmaßnahmen die Maßnahmen sind, die nachträglich diesen negativen ökologischen Einfluss wieder kompensieren sollen. Das Ganze haben wir dann in zwei Teile differenziert, einmal die internen Kompensations- und Minimierungsmaßnahmen und als zweites die externen Kompensationsmaßnahmen. Als erstes schauen wir uns an, welche internen Minimierungsmaßnahmen es gibt und haben diese gegenübergestellt mit dem Konflikt der einzelnen Schutzgüter. Das erste Schutzgut ist das Schutzgut Boden. Hier haben wir die Konflikte einmal der schädlichen Bodenverdichtung und einmal vom Eintrag schädlicher Schadstoffe, die während dem Bau entstehen. Als Minimierungsmaßnahme gibt es hier einmal die frühzeitige Wiederbegrünung des Baugebietes und zusätzliche Schutzmaßnahmen zum Erhalt der Bodenfunktion während dem Bau. Beim Schutzgut Wasser haben wir auch das Problem mit den versiegelten Flächen und damit auch die Unterbindung der Infiltration und gleichzeitig aber auch das Risiko der Grundwasserkontamination, vor allem durch Eintrag schädlicher Stoffe während des Baus. Das Ganze hat man durch Minimierungsmaßnahmen wie wasserdurchlässige Belege und Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Grundwasserkontamination wieder ausgegleicht. Als drittes haben wir Klima und Luft. Hier haben wir die beiden Konflikte, einmal des Hitzestaus durch sommerliches Aufheizen, durch die versiegelten Flächen und zum anderen der Ansammlung von Staub und Abgasen durch Gebäude und Fahrzeuge. Als Minimierungsmaßnahmen gilt hier einmal eine lockere Bebauung des Baugebietes und zusätzliche Grünflächen einschließlich Dachbegrünung. Beim Schutzgut Flora und Fauna haben wir den Konflikt mit dem Verlust wertvoller Habitate für die Tiere und damit natürlich auch den Verlust von Arten und von der Artenvielfalt. Das Ganze hat man dann versucht, durch interne und externe Ausgleichsmöglichkeiten wieder zu kompensieren und den Lebensraum den Tieren wieder zurückzugeben. Das letzte Schutzgut ist das Schutzgut Landschaft. Hier haben wir einmal den Konflikt des Verlustes von erholungswirksamer Landschaft und zum anderen die visuelle Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Als Minimierungsmaßnahme gilt hier einmal die Durchgrünung des kompletten Vorhabensraums und zum anderen eine Ortsrandbegrünung, um das Baugebiet wieder in die Umgebung einfließen zu lassen. Die internen Kompensations- und Minimierungsmaßnahmen waren I1 die Wiederherstellung von Bodenfunktionen, I2 Grünflächen und Bepflanzung im Baugebiet und I3 Biotopgestaltungsmaßnahmen. Das Ganze hat man umgesetzt durch die Verwendung von Grünanlagen und auch von Hausgärten und auch Verkehrsbegleitgrün sollte durch Versickerungsmulden wieder die Infiltration gewährleisten. Durch öffentliche Plätze wie Spielplätze hat man auch viele Flächen, die nicht versiegelt waren, die man auch teilweise dann versucht hat, den Tieren wieder zurückzugeben durch die Biotopgestaltungsmaßnahmen. Die externen Kompensationsmaßnahmen befinden sich vor allem im östlichen Teil von Linkenheim-Hochstetten und hier in Rot sieht man das Neubaugebiet. So fangen wir an mit den externen Kompensationsmaßnahmen. E1 und E2 sind jeweils Baumbepflanzungen, a 70 Stück, einmal entlang der Straße Am Wall, was 32 Ökopunkte wiederherstellt, und einmal in der Feldflur entlang von Wegen, was 28.000 Ökopunkte wiederherstellt. E3 ist die Biotopentwicklungsmaßnahme und dabei hat man versucht, bestehende Biotope wieder aufzuwerten und auch ein bisschen zu erweitern. Und E4 war die Anlage von Lärchenfenstern. E5 und E6 sind jeweils Anlage von Feldhecken bzw. die Anlage von Feldhecken und Feldgehölzern auf ehemaligen Ackerflächen. Diese haben eine positive Ökobilanzierung von 240.000 Ökopunkten bzw. von 153.000 Ökopunkten. E7 war die Anlage von Wirtschaftswiesen und darunter auch nochmal kurz zusammengefasst unsere Ökobilanzierung. Hierbei haben diese externen Kompensationsmaßnahmen dazu beigetragen, diesen negativen ökologischen Eingriff des Neubaugebietes zu neutralisieren und zusätzlich sogar ins Positive zu
zu wenden mit einer Endbilanz von positiven 2529 Ökopunkten. Wenn es bei unserer Grünraumanalyse etwas zu meckern gibt, dann, dass diese externen Kompensationsflächen leider nicht interagierbar sind für die Bewohner und somit keine Erholungs- und Ausgleichsflächen bieten. Wir haben uns noch zwei Referenzprojekte angeschaut, um zu schauen, wie das Ganze vielleicht ein bisschen anders hätte aussehen können. Hier bei unserem ersten Referenzprojekt Birkengewand in Neu-Isenburg sieht man, dass diese Kompensationsfläche intern sehr, sehr groß ist und den Bewohnern auch sehr viel Ausgleichs- und Erholungsfläche gibt und auch sehr, sehr gut interagierbar ist und somit auch ein lebenswerteres Neubaugebiet schafft. Im Vergleich zu Linkenheim Hochstetten hat dieses Referenzprojekt weniger Grünfläche, aber ist eben für die Bewohner nutzbarer. Das zweite Referenzprojekt ist Wendorf auf dem Langen Aspar. Das liegt in der Nähe von Hamburg. Und hier sehen wir auch, dass probiert wurde durch das Einbeziehen von internen Grünflächen, diese Ökobilanzierung, wie gesagt, positiv zu gestalten und das vor allem eben durch große öffentliche Grünflächen. Im direkten Vergleich sehen wir hier, dass Linkenheim Hochstetten deutlich mehr Grünfläche zu bieten hat. Allerdings sind diese Grünflächen alle extern und bei Wendorf sind diese 23% Grünfläche intern und somit interagierbar für die Leute. Hier haben wir noch interne Grünflächen. Die haben natürlich den Vorteil, dass eben gewisse Problematiken, die in Neubaugebieten entstehen, besser minimiert werden können. Durch dieses Integrieren von den Kompensationsflächen könnten wir intern mehr Erholungs- und Ausgleichsflächen schaffen und somit das Neubaugebiet auch lebenswerter gestalten und die Lebensqualität erhöhen. Vielen Dank.